Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going. Hey Leute, Crimex hier, heute gibt's mir wieder einen weiteren Vlog auf meinem Kanal. Ich weiß, ihr feiert das immer übertrieben, deswegen lasst auf jeden Fall jetzt schon meine Bewertung da. Wie ihr vielleicht jetzt schon mal sehen könnt, ich bin hier gerade schon auf dem I Am Specialist Turnier. Habt ihr vielleicht meine Ankündigung gesehen? Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wer von euch heute alles da sein wird, weil ihr wisst ja, das sind ja YouTuber-Teams, eben mit Abonnenten zusammen und ja, also ich erwarte 4 von euch da draußen, Leute, also 4 Abonnenten, die quasi mit mir in einem Team sind. Und ich bin ja aktuell noch der Erste, der überhaupt hier ist. Das Witzige ist hier, also wir sind hier im Cricks in Berlin, also ich bin auch erst vor einer Stunde hier in Berlin gelandet. Und das Ganze ist einfach normalerweise ein Club und ich war ja auch vor einem halben Jahr oder so mal feiern und die haben das hier einfach komplett umgebaut. Also sind überall so Black Ops 4 Plakate und hier ist ja eben auch diese Bühne und ist ja eben so ein Gaming-Turnier. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wird witzig werden, verbrüht den Like-Button und ja, viel Spaß mit dem Video. So meine Freunde, ihr könnt schon sehen, langsam wird es hier, die Aufbauarbeiten sind langsam fertig und jetzt kommen auch schon gleich die ganzen Abonnenten, also was heißt ganzen Abonnenten, die Teams, quasi die Gewinner von dem Gewinnspiel und ich bin auf jeden Fall gespannt, wer das hier sein wird. Auf jeden Fall Gruß an der Stelle, geht schon mal raus an Blackjack, also einer der Gewinner, ne? Ich freue mich, dass wir bis Blackjack und insgesamt erwarte ich ja quasi 4 Leute in meinem Team. Ihr wisst, Team Firebreak wird, die werden heute zerfetzen. Ich hoffe überhaupt jeder kommt, weil es wäre scheiße, wenn manche Plätze frei wären. Ansonsten muss Jakob in Losfall reinspringen. Hey. Und ja, auf jeden Fall alle YouTuber sind hier. Ist bis jetzt schon ganz witzig. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Turnier ausgehen wird. Es gibt sogar später so eine Siegerehrung und ja, wird auf jeden Fall krass werden. Gönnt euch. Hier ist noch the man of the day. Hi, servus. Was geht, Bruder? Ja, yeah. Ja, Mann. Was geht? Wo bist du? Alles gut. Wer ist denn? Brian, mein Name. Brian? Brian, ja. Brian, was geht? Hey Leute, okay, da sind die Ersten aus meinem Team. Da ist einmal Blackjack, kennt vielleicht auch schon der eine oder andere mal auf Gamescom und so, ihr weißt du dir. Und hier ist noch Brian. Okay, also bis jetzt sind wir zu dritt, ich bin nicht mehr ganz alleine und ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay Jungs, ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Vorstellungsrunde. Okay, also, habt ihr schon Call of Duty Erfahrung? Ja, tatsächlich. Sehr viel Competitive gespielt vor ein, zwei Jahren. Gott, also ein bisschen Profi, ich sag. Seit 5 bis 6 Jahren spiele ich Call of Duty. Gut Leute, also ich würde sagen, Turnier easy. Geil. Ja, es kommt auf das Team an, ne? Ja, also ich glaube, die anderen sind bestimmt auch nicht schlecht, aber also ich habe so, ich sag mal, mit keine Erwartung. Ne? Es könnte auch sein, dass quasi man. Das ist ja voll random, ne? Es könnte auch sein, dass irgendjemand gewinnt, der noch nie Call of Duty gespielt hat, aber freut mich natürlich zu hören. Wie ist es bei dir aus? Also angefangen mit Call of Duty habe ich eigentlich bei Call of Duty 1. Okay, seit Beginn eigentlich. Okay, perfekt. So meine Freunde, mein Team ist jetzt vollselig. Hier ist auf jeden Fall noch Hannes dazugekommen. Hi, was geht's? Dann ist da noch Simon dazugekommen. Und das ist Team Firebreak, Leute. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke, wir werden den Sieg holen und gönnt euch. So meine Freunde, die ersten beiden Matches werden hier gerade gespielt. Also Gruppe 1 und Gruppe 2. Beide Matches gehen relativ, ich würde mal sagen, mit großem Punktestand auseinander. Danach sind wir dran. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube an die Jungs. Ohne das jetzt hier so zu laut zu sagen, aber ich würde mal sagen, von den 4 Leuten, die hier noch sind, aus meinem Team, 3 haben mit SCUF und 2 haben NSN-Erfahrung. Also, und alles Konsolenspiele. Also ich würde sagen, wir haben gute Chancen. Meine Gang. So I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than. So meine Freunde, das war das erste Match. Wir haben gewonnen, 2-1, war sehr, sehr gut. War auf jeden Fall auch ein harter Gegner, aber wir haben es trotzdem geschafft. Jetzt danach kommen mal wieder, ich würde mal sagen, ein bisschen leichtere Gegner. Also trotzdem, ja, 2 Siege, das heißt, wir sind, ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, aber ich denke mal, wir werden dann weiterkommen im Halbfinale. Und läuft auf jeden Fall ganz gut. So many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with. I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was. So, meine Freunde, wir sind jetzt im Halbfinale angekommen. Letzte Runde haben wir leider verloren, aber es war auch das Team von Marcel Scorpion, also war noch extrem harte Gegner. Aber trotzdem im Halbfinale. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been nochmal durchatmen, sich nochmal schütteln. So. Yeah!